Hallo meine lieben Leute und willkommen hier zurück auf den Kanal von Bear and the Bee und wir spielen Rage 2. Bin ich mal gespannt, wer es von euch kennt oder wie es euch gefällt. War es ein bisschen a little bit crazy. Aber das gefällt uns ja. Avalanche Studios. Jawollo. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann pressen wir mal die Eingabe. Okay, Settings. Ach, das kriegen wir alles hin, das ist mir alles egal. Stereo, Surround, jawohl. Keyboard, Video... General Settings, ja, schauen wir mal da. Jawohl, Audiosprache möchten wir auch Deutsch. Dann brauchen wir auch keinen Untertitel. Na dann. Wir spielen auf normal. Wie wir das immer machen. Pläne für diese Welt, für unsere Erde, gesäubert durch die Gnade des Meteors Apophis. Und was für Pläne wir hatten. Alle vereitelt von einem Mann, Nicholas Rain. Ein einziger Knopfdruck zerstörte unsere Zukunft. Die Archen erschienen, die Ecopods kamen herab. Viel zu früh. Das Leben kehrte ins Ödland zurück. Ein neuer Kreislauf des Lebens entstand, so wie wir es für unsere eigene Spezies geplant hatten. Die dummen, überheblichen Massen durchkreuzten unsere Pläne. Die Säuberung unserer geschwächten Spezies blieb aus. Anstatt unsere Hilfe anzunehmen, wählten sie selbstsüchtig ihre eigene, jämmerliche Existenz. Welch Hybris. Sie hielten uns für besiegt. Wir ließen sie in dem Glauben und zogen uns unter die Erde zurück. Wir sahen ihre mickrigen Konflikte, ihre sinnlosen Revierkämpfe, ihre kindischen Versuche, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wir erstarkten. Unsere Technik, unser Wissen, alles zusammen. Alles für nur einen Moment. Die allumfassende Auslöschung der Schwachen. Der neue Mensch. Wir reißen ihre Verteidigung nieder. Wir nehmen uns ihre Lager. Wir nehmen uns die Archen. Wir machen ihre Siedlungen im Erdboden gleich. Heute Nacht beginnt die große Säuberung. Heute beginnt die Wiederauferstehung der Obrigkeit. Was zum Teufel ist da draußen los? Nichts Gutes. Also ausgerüstet und los geht's. Bin nehmen. Nehmen wir sie. Jawohl. Geht's jetzt los? Ja, schnapp dir deinen Kram. Okay, okay. Was ist das? Ja, ne, Wumme. Wumme ist immer gut. Wurfstern. Ich sichere die Tür. Sowas. Auch gut. Jawohl. Komm schon, Lilly, das war mein Kill. Du musst eben etwas schneller sein, Walker. Lilly, mehr Familie hatte ich nie.
Wir wuchsen hier in Vineland auf. Ihre Mutter ist ein Drill Sergeant. Ich bin eine Waise. Ich habe keine Mutter. Aber davon gibt's noch jede Menge mehr. Ich sage dir, das hier ist es. Gut, dann machen wir sie platt. Komm schon! Ja, da war doch noch was gehangen. Nein. Verlasse das Wachhaus. Lieber du als ich. Bäm! Jawohl! Gefällt! Ist doof, oder? Okay. Ah. Unterwegs! Ziemlich knapp. Kein bisschen. Da wird das mit Zählen schwer. Zahlen sind mir eh egal. Walker, wir brauchen dich im Hof. Sofort. Sind unterwegs. Lilly auch. Ranger Jersey ist dabei, die anderen Siedlungen zu warnen. Sie müssen Bescheid wissen. Klingt ziemlich übel. Laut Combox soll das der größte Angriff bislang sein. Das ist kein Witz. Dann los. Bam. Verdienen wir uns ein Flak. Was? Feldrezellen. Sammel Feldrezellen von besiegten Gegnern, um Gesundheit zu regenerieren. Denke daran, dass Feldrezellen sehr instabil sind und sich auflösen. Ja, ey, klar. Ich beeil mich. Zap, 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 zap. Zap. Ja. Gesundheitsversion. Hast du viel Schaden erlitten, dann benutze die Gesundheitsversion. Okay. Ich habe kaum Schaden erlitten. Alter. Was zum? Was ist denn das für ein Vieh? Ein Ranger. Nicht irgendein Ranger. Das ist Jersey. Ja. Oh. Oh fuck. Er hat ihm den Kopf abgebissen. Yikes. So viel zu Ranger Jersey. Da hilft auch kein Defi mehr. Nee. Der das ist dahin. Von mir ab. Ich nehme diese Rüstung. Dann mach endlich. Treiben wir diese Dezenter Cut beim Wie. Fuck. Mom killt dich, wenn du mit der Ranger-Ausrüstung rumspielst. Aber da steckt immer noch reichlich von Jersey drin. Ja, das ist unsere einzige Chance. Oh, yeah. Das ist noch besser, als ich dachte. Und sie ist irgendwie da drin. Yeah, Baby. So muss das sein. So muss das. Lilly, ich brauch dich in der Garage. Walker, schwing deinen Arsch in den Hof. Waffe wechseln. Drücke Q. Ja, okay. Verstanden. Ich wohl allein. Bin unterwegs. Hey Walker, Sergeant Mom braucht dich im Hof. Beeilung. Tödliches Gadget mit G werfen wir das. Okay. Gut. Wollen wir da mal werfen? Oh, okay. Nahkampf. Okay, Granate werfen. X Gadget und dann. Flatsch. Und du auch. Und du auch. Und du natürlich auch. Bist du hin? Mom hat dich so lange wie möglich von dieser Rüstung ferngehalten. Warum wohl? Oh, neidisch, Lilly.
Oh, das sind so Gesundheitsdinger. Ja. Ohne diese Nanotriten-Scheiße wäre ich definitiv der jüngste Ranger geworden, der jemals vereidigt wurde. Okay, schauen wir uns mal an, wer ist denn hier von taktischer Bedeutung? Okay, verstanden. Ah, oh, das ist doch doof. Das tot, tot regnet, lass mal dich. Latsch. Okay, kein Ragdoll-Effekt. Aber es geht gleich mal richtig gut ab. Ich meine, das ist ja. Walker, wo bleibst du? Komm her! Moment, bin fast da. Ich wollte es gerade sagen. Ich bin doch schon so gut wie. Da. Der schluckt aber viel. Oh. Flatsch. Denk daran, was sie uns auf der Akademie über die Ranger-Rüstung erzählt haben. Zerfetzt deine Feinde, sobald der Overdrive aufgeladen ist. Overdrive? Für die Gegnerstelle Abfolge, um den Overdrive aufzuladen. Kannst du. Okay. Okay. Wow, heilige Scheiße. Oh, das gibt ein gutes Feeling. Ah, wo sind mehr, wo sind mehr, wo sind mehr? Alles, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Gibt es noch was? Nein. Na dann ruf, oder? Und auf geht's. Ich komme. Bin ja schon da. Repariert den Störsender. Sofort. Ich brauche Leuchtfeuer. Die Verwundeten aus der Gefahrenzone. Los. Die Kanone braucht Muni. Munition. Los, los, los. Du, sieh sofort nach Ranger Jersey. Na, brauchst du immer schon. Liebe alte Tante Prowley. Ruhmreiche Kriegsheldin, Ranger und Vorbild. Besonders für Lily. Sie nahm mich auf, als meine Eltern starben. Die härteste Mutter, die ein Waisenkind haben kann. Melde mich zum Dienst! Zu mir! Das ist Jerseys Rüstung. Jersey wurde umgebracht. Wenn du seine Rüstung anlegen kannst, kannst du auch seinen Job machen. Was zur Hölle? Was das? Verdammt, groß und einfach zu treffen. Unmöglich. Er sollte tot sein. General Cross? Weiter schießen! Was ist denn hier los? Boah, yikes. Er mit der ersten Generation tötet alle anderen. Nein. General Cross, der fiese Anführer der fiesen Obrigkeit. Unser Albtraum. Wie aus einer Gruselgeschichte.
Keine Ahnung, ob Crowley sie nicht mehr alle hat oder ob es stimmt. Aber wenn es stimmt, dann wird er sterben. Du verdammter Alk, zurück! Das ist ein direkter Befehl! Pass auf! Loslassen, du Bastard! Was denn da los? Okay. War klar, dass ihr uns runterschießt, ne? Crowley. Irvina Crowley. So eine Überraschung. Ich wollte das Leben der ursprünglichen Arkisten verschonen. Für Experimente. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Der guten alten Zeiten willen. Geht yeah! Letztendlich hatte mir dein Versagen ja einst mein Leben gerettet. Krasser Anfang. Vielleicht geht ein bisschen Starthilfe. Gut. Warte! Fuck! Ich war bei Bewusstsein! Ja, warst du. Aber deine tolle neue Rüstung brauchte Saft. Das ist alles? Mehr ist nicht übrig? Etwa 20 Überlebende. Wir durchsuchen noch die Ruinen. Ich sah Crowley. Crosshair. Meine Mutter. Er hat sie getötet. Keine Ahnung wie. Aber wir stoppen sie. Und dann breche ich diesem faltigen Wichser persönlich das Genick. Alk? Ich habe die Geschichten nie geglaubt. Die Rückkehr der Obrigkeit. Jetzt ist sie da. Und wir müssen etwas gegen sie tun. Mom wusste, was zu tun ist. Die Ranger auch. Warte mal. Sie haben ihre Daten, ihre Protokolle. Im Präsidio gespeichert. Der Ranger KP? Spinnst du? Da kommen nur Ranger rein. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Scheiße, ja. Das stimmt wohl. Jawohl, und damit haben wir unseren ersten Auftrag und nochmal von meiner Seite. Ein herzliches Willkommen auf dem Kanal von Bear and the Bee. Und wir spielen Rage 2. Ein bisschen ein, ich will jetzt nicht sagen irre. Irre ist, glaube ich, falsch. Aber ein bisschen ein Game, was leicht drüber ist. Und I like so much. No, schauen wir uns hier vielleicht nochmal ganz kurz um, was es hier noch zu holen gibt. Und dann würde ich auch schon vorschlagen, war das jetzt auch mal der Teil 1, um überhaupt mal in dieses Thema, ja, ich sag mal, reinzukommen. Würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefällt, dass ihr mir vielleicht ein Like da... Alter, Breakdancer, oder was macht der da? So Matrix-like. Wenn es euch gefällt, dass ihr vielleicht einen Daumen nach oben da lasst, einen Kommentar und wenn es euch total toll auf dem Kanal gefällt, vielleicht sogar ein Abo. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ja, ich sprinte doch. Bin ich jetzt erstmal raus
bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.